Hallihallo. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, heute ist der 1. Februar und ich habe es noch nicht geschafft, die Monatsbotschaft aufzunehmen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal noch kurz die Zeit, um einfach dir für den Februar eine Botschaft zu übermitteln. Das heißt, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Beate Seebauer und die Monatsbotschaften werden in der Regel von meinen Tieren oder von anderen geistigen Helfern übermittelt. Und ich weiß jetzt noch gar nicht, wer uns die Botschaft für den Februar übermitteln will, aber ich denke, es wird sicherlich gleich losgehen. Ich möchte mich heute auch gar nicht so sehr mit einem viel Gerede vorher aufhalten. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du kommst mit allem gut klar und ich hoffe, du bist innerlich gut ausgerichtet. Ich hoffe, du hast ein super Immunsystem, stärkst dich mit Bewegung und mit guter Ernährung, denn darum, das ist natürlich auch unglaublich wichtig. Das wollte ich eigentlich sagen. Okay, jetzt schauen wir einfach mal, wer kommt, um heute die Botschaft zu übermitteln für den Februar. Und ich bin schon ganz neugierig, wer es denn sein wird, wer heute zu uns sprechen möchte. Heute ist ja auch Imbolc, ein keltisches Jahreskreisfest. Mal schauen, welche Energien heute sprechen wollen. Ja, und es ist tatsächlich meine Ilvi, die sich meldet und die sagt, ich will heute reden, ich will heute reden. Okay, also mein Schatz, dann darfst du heute reden und die Botschaft für den Februar für die Menschen übermitteln und mal schauen, was du uns zu sagen hast. Ich bin wirklich auch sehr, sehr neugierig darauf, was Ilvi uns zu sagen hat. Und ja, ich würde sagen, mein Liebling, dann fang doch einfach mal an und erzähl mal den Menschen, was sie im Februar so erwarten dürfen. Zuerst einmal möchte ich Danke sagen. Ich möchte Danke sagen für all die lieben Geburtstagswünsche, die ich bekommen habe und für all die lieben Dinge, die ihr mir gewünscht habt. Ich war wirklich sprachlos dieser unzähligen Glückwünsche gewesen. Und jetzt freue ich mich, dass ich dir für diesen Monat zur Seite stehen darf und dir meine Botschaft überbringen darf. Und die Botschaft ist für dich, wenn sie jetzt dein Herz berührt. Weißt du, wenn ich mit meinen Worten und mit meiner Energie in dein Herz dringe und wenn es dein Herz zum Schwingen bringt und du vielleicht jetzt einfach ein unglaublich gutes Gefühl erfährst, dann, ja genau dann ist diese Botschaft genau für dich. Ich finde es wundervoll, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt zu dir zu sprechen. Zu dir, die du dich angesprochen fühlst. Ich möchte dir nämlich sagen, wie wertvoll und wie wundervoll du bist. Und ich möchte dir sagen, dass alles, was du sein möchtest, schon da ist. Es geht darum, dass du das erkennst. Es geht darum, dass du dich selbst als das erkennst, was du wirklich bist. Oder als die oder derjenige, die oder der du wirklich bist. Ich möchte, dass du spürst, dass du mehr bist als das, was du vielleicht in deinem Spiegel siehst. Ich möchte, dass du erkennst, dass du viel mehr bist als alles, was dir bewusst ist. Ich möchte, dass du deine wahre Größe siehst. Und ich möchte, dass du diese Größe jetzt nach außen trägst. Ich möchte, dass du all deine Angst loslässt und dass du dich von der Energie der Liebe und all der Möglichkeiten, die da sind, tragen lässt. Ich möchte, dass du aufhörst, dich zu begrenzen. Denn das ist jetzt wirklich wichtig für dich. Wenn du in deinem Leben weiterkommen möchtest, und ich bin sicher, du stehst im Moment an einer Schwelle,
Also wenn du in deinem Leben weiterkommen möchtest, dann ist es jetzt so weit und so wichtig, dass du eben diese Begrenzungen loslässt. Dass du aufhörst, dich klein zu machen. Dass du aufhörst, dich schlecht zu machen. Und dass du aufhörst, so negativ über dich und dein Können und deine Fähigkeiten zu sprechen. Ich möchte, dass du jetzt umswitchst, dass du bewusst wirst und dass du ganz klar bist in dem, was du wirklich willst. Ich möchte, dass du aufhörst, so schlecht über dich zu reden, sondern dass du in Zukunft und vor allen Dingen in den nächsten Wochen unglaublich liebevoll von dir sprichst. Du wirst sehen, dann wird sich alles verändern. Du wirst dich verändern. Dein Weg wird sich endlich auftun und du wirst das bekommen, was du wirklich willst. Schau, es ist alles schon da. Alles, was du brauchst, liegt in dir. Und wenn du nicht genau weißt, was das ist, oder wenn du nicht genau weißt, wie du diesem Weg mutig folgen kannst, dann such dir jemanden, der dich dabei begleitet und der dich dabei unterstützt. Glaube mir, du musst nicht alles alleine schaffen. Nein, es gibt so viele wundervolle Menschen, die dich gerne an der Hand nehmen und die dich gerne unterstützen wollen. Es liegt jetzt an dir, welchen Weg du einschlägst. Es liegt an dir, welchen Weg du wählst. Hör auf, das Außen für irgendetwas verantwortlich zu machen, wenn doch alles, was dir passiert, in dir liegt. Geh jetzt voran. Zeige dich. Zeige, wer du bist. Öffne dich und lasse dein Licht ganz hell leuchten und strahlen. Ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner ganzen Größe. Ich sehe dich in deinem ganzen Wesen, ohne all deine Begrenzungen. Ich sehe, wer du wirklich bist. Und das ist einfach nur großartig. Hör auf, dich zu bewerten. Hör auf, andere zu bewerten. Spüre die Energie in dir und folge deinem Herzen und deinem Weg. Jetzt ist die Zeit dafür, dass du das jetzt tust. Jetzt, nicht später. Jetzt. Ja, genau. Jetzt, heute, jetzt. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist wichtig. Du bist wichtig mit all deinen Talenten und mit allem, was du tust. Du bist wichtig für die Welt. Und auch wenn du manchmal denkst, dass du überhaupt nicht nützlich bist, dass du für niemanden wichtig bist, so möchte ich dir sagen, dass das der größte Bullshit ist, den du dir jemals erzählt hast. Denn es ist einfach nicht die Wahrheit. Schau, es gibt immer jemanden, dem du wichtig bist. Möglicherweise ist es nicht der in deiner nächsten Umgebung, aber irgendwo ist jemand, dem du wichtig bist. Ja, dem du wichtig bist. Also, richte dich auf, richte dich aus und dann tue das, wozu du Lust hast. Öffne dein Herz, lass die Liebe nach außen strömen und zeige dein strahlendes Wesen. Hör auf, dich zu begrenzen. Hör auf, dich klein zu machen. Es ist jetzt einfach nicht mehr die Zeit, andere für irgendetwas verantwortlich zu machen, denn der Schöpfer deines Lebens bist ganz alleine du. Ich möchte dir jetzt an dieser Stelle noch eines sagen. Du bist richtig, genauso wie du bist. Und ich bin froh, dass es dich gibt. Ich bin froh, dass ich dich kenne. Und ich sag dir jetzt, dass ich glücklich bin, dass ich dir meine Botschaft überbringen durfte. Und in diesem Sinne, mach's gut, hab einen wunderschönen Februar, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Ilvi.
Ich kann wirklich nur sagen, wow, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich sag's euch, ich hatte echt Tränen in den Augen, weil mich die Botschaft wirklich ganz tief in mir abgeholt hat. Und ja, ich hoffe, dir geht's ganz genauso und ich hoffe, dass diese Botschaft für dich ganz, ganz wertvoll ist. Wenn du jemanden kennst, für den die Botschaft wertvoll ist oder dem du vielleicht einfach mal sagen möchtest, wie wertvoll das er oder sie ist, gib sie ihm doch. Verteilt diese Botschaft, gebt sie weiter. Und ja, und mehr ist dazu eigentlich überhaupt nicht zu sagen. Ich möchte auch gar nicht so viel jetzt noch drumherum irgendwie groß reden, sondern ich muss das jetzt auch erstmal alles setzen lassen. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen wunderschönen Monat und eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal, dann wieder ganz, ganz pünktlich. Bis dann, also Servus, Bussi. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und wenn du möchtest, dann lass uns gemeinsam die Welt verändern. Also auf geht's, los, bis dann, Servus.